So, da gibt es diesen Bausatz, Transistorradio selber zusammenbauen. Da kann man sich einen, ja, Radio selber zusammenbauen auf Steckbrett. Man muss nicht löten. Aber da habe ich mir gedacht, ja gut, das ist ja eigentlich ein bisschen langweilig. Ich habe lieber die Teile genommen von diesem, ja, Baukasten, sage ich mal, und habe mir wieder einen Radiosender gebaut. Schaltplan habe ich jetzt keinen. Da muss man sich einfach hier anhand von dem Video die Teile zusammendenken. Ich sage es nur an. Das ist der Empfänger-IC, das ist der Transistor. Der Widerstand hier ist 10 Kilo Ohm, der Widerstand ist 820 Ohm, der Widerstand hier ist 100 Kilo Ohm, der drüber ist 1 Kilo Ohm, 820 Ohm ist da oben und 100 Ohm haben wir hier. Das ist der restliche Draht, der übrig ist. Den habe ich einfach zu einer Spule zusammengewickelt und hier fixiert an den beiden Punkten. Das ist meine Sendeantenne. Dann habe ich bei dem Trimkondensator habe ich das obere Pärchen Anschluss freigelassen, das untere genommen. Und der Sender sendet im unteren Mittelwellenband. Das hier, man sieht schon, hier habe ich die beiden Spulen. Das ist einfach ein Meissner Oszillator. Da habe ich ein bisschen Tricks, sage ich mal, genutzt, die ich weiß. Und das Ganze läuft nach wie vor mit 1,5 Volt. Ja, als Audioquelle verwende ich jetzt einfach einen Walkman, der auf Radiobetrieb ist und die lokale Radiostation wiedergibt. Dann drehe ich einfach mal die Frequenz ein. Die Reichweite ist sehr gering, also man sieht schon, ich muss die Antenne quasi drauflegen auf das Empfangsgerät. Ein bisschen Hand am Fuß natürlich, man darf da nicht hinlangen.